Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Ich habe mir für heute wieder ein tolles Thema ausgesucht und zwar, wie wichtig ist es, auf die Fußform zu achten, wenn ich gerade für mein Kind neue Schuhe kaufe. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran und ich würde mich freuen, euch nachher wiederzusehen. Hallo, liebe Eltern und schön, euch wiederzusehen. Ein gutes Thema spricht heute wieder mal für sich und ich hoffe, es weckt euer Interesse. Es geht also darum, wie beachte ich zum Beispiel oder worauf achte ich beim Kinderschuhkauf? Ist die Fußform jetzt wichtig, ja oder nein? Oder kann ich meinem Kind vielleicht alles anziehen, was so querbeet in die Hand kommt? Und da muss ich natürlich als Schuhfachtante sagen, Schuh ist nicht gleich Schuh und Fuß ist nicht gleich Fuß. Also, es ist sehr, sehr wichtig, auf den jeweiligen Fuß mit Rücksicht zu nehmen, weil wenn ich nämlich den falschen Schuh anziehe, dann kann mein Kind auch nicht besonders gut laufen und ich wundere mich dann als Elternteil, was mein Kind auf einmal da auf der Straße so fabriziert. Ich möchte euch jetzt im Laufe der Zeit mal zeigen oder im Laufe dieses kleinen Clips, worauf man da im Allgemeinen zu achten hat. Natürlich ist es erstmal so, wenn man jetzt sozusagen ins Fachgeschäft kommt oder in einen Schuhmarkt, man ist erstmal überwältigt von der ganzen Fülle der Schuhe. Und wie das halt so ist, natürlich spricht in erster Linie immer die Optik. Das ist nun mal so, das Auge kauft ja mit. Aber ich möchte euch zum Beispiel jetzt mal hier an diesen Modellen zeigen. Wie man sieht, ich habe mich versucht, an eine Farbschattierung zu halten. Die Größen sind nicht immer ganz gleich, aber das tut jetzt in dem Falle auch gar nichts zur Sache. Ich möchte nur, dass Sie als Eltern, zukünftige Käufer, auch ein bisschen mehr das Augenmerk auf die Form der Schuhe legen. Das heißt also, wie Sie hier schon unschwer miterkennen können, wir haben es hier mit zum einen sehr breit gearbeiteten Schuhen zu tun und wir haben es auch mit einem zum Beispiel sehr schmal geschnittenen Schuhen zu tun. Und das sollte ich natürlich immer mit berücksichtigen. Das heißt, wenn ich es so nicht feststellen kann, ist das beste Mittel immer, A, natürlich die Füße zu vermessen, und natürlich dann, jetzt habe ich hier die Sohle schon rausgemacht, na toll, da war es wieder, der Vorführeffekt. Und dann natürlich anhand der Sohle sozusagen das Innenleben des Schuhs zu erfahren. Wenn ich es nicht anders weiß, nehme ich halt immer die Innensohlen raus. Ich sag mal, 95% aller Schuhe, Kinderschuhe werden mit herausnehmbaren Innensohlen produziert. Und dann haben Sie solche tollen Markierungen auch mit hier drauf, wo Sie auch einigermaßen eine Richtlinie hätten. Aber hier sieht man natürlich auch schon, das heißt also, dass natürlich der Däumling von der Auftrittsbreite her etwas schlanker ist und demzufolge für die schmaleren Füße besser geeignet ist als das untere Modell von Philly. Das versteht sich in dem Fall von selbst. Dann werden wir natürlich auch immer noch mit angesprochen, wenn der Fuß jetzt hier, ich sag mal so, 1,5 mm übersteht. Das tut dem Fuß nicht weh. Denken Sie immer dran, so ein Schuh ist wie eine Schüssel gemacht. Der Schaft hier unten ist halb rund, ich sag mal so wie die Badewanne oder wie ein Topf, kann man sich auch das vorstellen. Ja? Und das, was hier, die Sohle ist sozusagen die Badeinlage, die liegt also unten auf dem Grund. Ich habe an den Seiten, nicht ich, sondern der Fuß, hat dann also immer noch ein klein wenig Luft. Ja, also das, was Sie hier tatsächlich sehen, ist nicht unbedingt der Platz, den der Fuß im Schuh hat. Demzufolge, natürlich sollte es schon schön anliegen, es sollte aber weder zu viel überstehen, noch sollte hier zu viel auch am Rande dann übrig bleiben, weil das würde dann wieder bedeuten, der Kinderschuh, der Kinderfuß schwimmt im Schuh hin und her. Zumal, wenn er auch von oben her relativ weit geschnitten ist. Also, Füße messen ist wirklich wichtig und wer das so weit nicht erkennen kann, ob ich jetzt den Schuh am Fuß
sozusagen hier noch weiter verdrücken, wegdrehen kann, das Leder, dann spielt das natürlich auch für die Passform mit einer Rolle. Gehfalten sind normal, da führt kein Weg dran vorbei, schließlich bewegen wir uns in dem Schuh drinne und demzufolge merke ich sowas am Anfang natürlich auch. Und je flacher so ein Schuh gearbeitet ist, desto mehr kann es sein, dass das ein Kind spürt. Das heißt aber nicht, dass der Schuh nicht passt. Generell sind ja dann auch sowieso die Befindlichkeiten des Kindes an diesem Tag immer mit ausschlaggebend. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und natürlich muss ich immer wieder sagen, ein Schuh, der vielleicht sogar noch ein Blümchen hätte oder der vielleicht sogar noch ein bisschen Glitzer mitzubieten hätte, sitzt natürlich immer angeblich besser als ein einfarbiges Modell. Ich glaube, mit dem Schuh würden wir rein nur von der Optik her punkten, wenn man es dann wirklich am Fuß sieht, weil das ist wirklich ein ganz tolles klassisches Modell, was ein bisschen sportlich wirkt, ohne zu grob zu wirken. Ja, aber das Kind würde wahrscheinlich eher nicht unbedingt dazu greifen. Da punkten immer noch die schön fürs Auge schön gemachten Schuhe eher als die ganz schlichten klassischen Schuhe. Also, Füße messen ist wichtig. Lasst euch beraten. Sucht euch eine kompetente Verkäuferin. Sucht euch euren Lieblingsschuhladen innerhalb eures Ortes oder in der näheren Umgebung, wo ihr dann auch immer wieder darauf bauen könnt, aha, dort kriege ich eine ordentliche Beratung und dort kriege ich auch passende Schuhe. Wer das nicht möchte, wer lieber Schuhe von der Stange kaufen möchte und der lieber in dem SB-Bereich unterwegs ist, weil ihm das Gelaber der Fachverkäuferin sowieso zu viel ist, der sollte sich bitte an diese Dinge beherzigen, die ich hier gesagt habe. Auch dort stehen mitunter Fußmessgeräte aus. Ich sage es aber nochmal, es sind Fußmessgeräte, das sind keine Schuhmessgeräte. Und das ist immer das, was der Kunde teilweise verdreht. Das heißt, die gemessene Größe am Messgerät wird meistens immer mit der Schuhgröße gleichgesetzt. Und das, liebe Eltern, ist verkehrt. Und wer sich ein paar von meinen Videos schon angeguckt hat, der weiß, wieso und weshalb das so ist. Wer es jetzt nicht weiß, der sollte mal ganz schnell bei uns nachschauen, in welchem Video ich da sozusagen schon mal was dazu gesagt habe. Ansonsten bleibt recht schön neugierig. Es gibt immer wieder was Interessantes über Kinderschuhe zu erfahren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal dann.